Hallo Leute und willkommen zum letzten Part von Jedi Fallen Order Staffel 2. BD, we gotta get through this way. Nun, da hat sie mich wohl. Weak technique. Ich hasse diesen Bossfight, ich hasse diesen Bossfight. Der Part wird, nur wenn ich wirklich, wirklich schlecht spiele übrigens, die volle halbe Stunde erreichen. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Ich sollte echt nicht ganz so scheiße spielen, ey. Stimmt, please. Och, nicht jetzt, oder? Im ganzen Part das geschafft ohne einen Crash. Ich glaube, das liegt an Triller. Und ich glaube, das liegt an einem Mod für Triller, die ich drin habe, dass das so häufig crasht, das Game. Verdammte Axt, ey. Ja, ja, wir tappen kurz raus. Dann öffnen wir den Task Manager. Task beenden. Dann deaktiviere ich kurz die Triller-Mod. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Oh no. Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt? Nein, oder? Okay, wir spielen das Ding jetzt mit dem anderen Controller, hatte ich hier statt, deswegen jetzt nicht den PC nochmal neu. Gut. Alter. Ich spiele jetzt halt mit dem alten Xbox 360 Controller. Das ist halt ein alter Xbox 360 Controller, okay? Ich mag mein DualSense einfach zu hart, okay? Besonders in dem Game ist es enorm wichtig, eigentlich einen Controller zu haben, der besseres D-Pad hat.
weil das D-Pad enorm wichtig ist hier für das Healen. Kennen wir. Yes. Do it, boy. Fighter. Oh mein Gott, ist das ein weirdes Feeling. Der ist so viel kleiner. Like. No, verdammte Axt. Up here. You won't be standing much longer. Help me, BD. You can't escape. Here, buddy. Trilla. I saw what you've been through. You've experienced great suffering. It's not too late to let it go. Let go? I'm stronger now because of the pain. I knew you'd come back for this. No, thank you. You'll never make it out of this place alive! To do this. It's over, Trilla. Nothing is ever truly over. This fight is over. I know the darkness that is eating you up inside, and every day we choose to either feed it or fight it. It's too late, sir. No, it's not. I know the choices that I made took all your choices away, and I have failed you, Trilla. I failed you. And I am so very sorry. I've carried so much hate for you. You have failed me, Inquisitor. Avengers! Run! No! You would be
be wise to surrender. Yeah. Probably. Give up. We gotta run. Look out. Turbolift. Let's go. Wir müssen uns jetzt einfach, lest euch bitte einfach nur als der taktische Leitfaden für Darth Vader. Ja? Nur wenige überleben eine Begegnung mit dem mächtigsten Sith der Galaxis. Oh, Ballsdropping, sie nennen ihn den mächtigsten Sith der Galaxis. Sogar mächtiger als den Imperator, holy fuck. Flucht ist die einzige Chance zu überleben. Darth Vader, der dunkle Lord der Sith, ist eine mysteriöse Gestalt innerhalb des Imperiums. Begegnungen mit diesem maschinenartigen Mann sind selten, meist aber tödlich. Ausgebildet in der dunklen Seite der Macht, befehligt Vader die Inquisitoren. Und wir müssen jetzt von dem Typen abhauen, Alter. Der wird uns so Toast machen, Mann. I think we lost him. I mean, like. I'll make it. Seer. I won't fail you. Es gab kanonisch. They're not responding. They will. I am certain of it. Grease, I'm here. Heading towards the surface. Be ready. I have the holocron. But. Seer. She didn't make it, Grease. Seer? Just get out of there, Cal. Keep moving, Cal. I'm sorry. Ja, was ich sagen wollte an der Stelle, es gibt kanonisch nur einen Jedi, der einen ernsten Kampf mit Darth Vader überlebt hat. Und das ist Ahsoka und auch nur, weil Ezra sie durch die World Between Worlds gezogen hat. Also, gegen Luke hat er nie ernsthaft gekämpft, also mit seiner vollen Macht. Er hat den Boden mit Luke aufgewischt, ansonsten. Ja, das sehen auch viele immer nicht ein, sagen, ja, Vader, blablabla. Nein, Vader hat nie mit ernsthafter, voller Macht gegen Luke gekämpft. Und ja, naja. Genau, Ahsoka hat es versucht und wurde hart von ihm verprügelt in Rebels. Aber, ja. Surrender the holocron. I'll never give it to you. We shall see. I won't let you take those children. Such hatred. You would have made an excellent Inquisitor. She's stronger than that. No! No!
Yes. Strong with the dark side. Seer. I can feel it inside of her. Seer! Seer! Hey, listen to me! You still have a choice. Hey, kid. Cal. Seer. She's all right. She's all right. You too. You did it. We did it. We did. Oh, careful. Where are they? Well, they're out there. Whoa, hold on, wait a minute! Sorry. That was you in the water, wasn't it? I'm glad you're okay. This one wouldn't leave your side. Thank you. So now what? Well, Captain, this is the end of my charter. Your contract has been fulfilled. Thank you, Grease. Well, if it's all the same to you, I was thinking that maybe I would stick around here and take you wherever you gotta go. Besides, the kid kinda looks up to me. What about that? We use it to rebuild the Jedi Order. The next generation of Jedi. The Empire will be after them. Just like they're after us. The lives of every child on that list will be forever changed. Not by us. Their destiny should be trusted to the Force. So where to now? Und damit sind wir jetzt bei den Credits angekommen, wo ich normalerweise immer sage, wie mir das Spiel so gefallen hat. Da das nicht die erste Staffel ist und ich das Ganze schon mal gesagt habe in dem Game, versuche ich mich hier ein bisschen kurz zu fassen, obwohl ich tatsächlich nicht weiß, ob ich das im Original-EP gemacht habe. Ja, die 106 Spielstunden, die ich in dem Game habe, dürften eigentlich für sich sprechen. Obwohl es so kurz ist, habe ich ja, wie gesagt, unglaublich viel Spielzeit da drin. Ich bin auf Star Wars Scorpion. Okay, es gibt wirklich nicht viele gute, nice to replayable Star Wars Games da draußen. Okay, ich mag die Force Unleashed Games, aber die kann man nur so und so oft replayen. Ich finde das Ding ja einen besseren Replay Value als die Force Unleashed Games, weil die tatsächlich relativ schnell exhausting werden.
Ich weiß nicht, dieses Spiel schafft es irgendwie besser, mich bei der Stange zu halten. Aber ja, ich weiß auch nicht. Außerdem fügt es sich in den aktuellen Star Wars Canon ein. Die Mods machen wirklich unglaublich viel für den Replay Value des Games. Like, es gibt viele coole Mods dafür und es ist spät, okay, nicht wirklich. Ich bin seit 13 Stunden wach, ich weiß nicht, warum ich so fucking müde bin. Like, keine Ahnung. Ja, genau. Papa hat es ein bisschen kürzer als sonst, aber naja. Ja, jetzt gegen Ende gab es auch technische Probleme und so. Also das Spiel ist, ich liebe Cal's Story, es ist eine gute Story. Es ist, das Spiel macht so viel. Es ist eine gute Star Wars Story. Es befolgt die gute alte Formel, lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht, was für so viele Lizenzspiele gilt. Ja, so gut wie jedes Lizenzspiel ist schlecht selbst gemacht, statt gut kopiert. Hier haben sie einfach alles, was irgendwie cool und interessant war, aus verschiedenen Games genommen, gesagt, bam, wir lassen uns einfach stark inspirieren von anderen Games und Franchises und übernehmen das in unser Game. Ja, man sieht die Souls-like-Inspiration, man sieht die Tomb Raider-Inspiration. Die sind beide sehr stark hier in dem Game. Ja. Ich weiß nicht, wo man sich noch von inspirieren hat lassen. Es gibt noch zwei, drei weitere Games, die sie genannt haben, die bei der Inspiration recht wichtig waren. Ja, die Story ist eine gute Story, die auch ohne dass du irgendwas über Star Wars wissen musst, ja, wirst du die Story auch verstehen und gut finden, weil es eine Story darüber ist, wie man Traumata, wie man lernt, mit Traumata umzugehen, diese zu bekämpfen, teilweise lernt damit zu leben, teilweise darüber hinaus wächst und so, auch wenn es nur der Beginn der Reise ist, ja, denn es ist eine persönliche Reise, es geht mir um die Charaktere. Cal ist natürlich derjenige, der hier am meisten wächst. Ja, der Seer zumindest so ein bisschen wieder zurück auf den richtigen Weg führt, der diesen Hass und diesen Wunsch nach Rache bei Marin auffüllt und der Grease quasi, der quasi dafür sorgt, dass Grease endlich irgendwas in seinem Leben hat, wofür es sich zu leben lohnt, was er vorher versucht hat, mit Glücksspiel irgendwie zu füllen, was auch nicht richtig funktioniert hat. Ja, also es ist hier eine Gruppe von gebrochenen, dunklen Charakteren, was super in die Zeit passt, in der das spielt, im Star Wars-Universum. Und es geht halt darum, wie man lernt, damit zu leben und damit umzugehen und mit all dieser Dunkelheit und all den Verlusten und ja, was soll ich noch sagen? Grafisch ist es sehr, sehr gut gemacht. Auf dem PC. Die Konsolenvarianten sind tatsächlich eher so semi-optimiert. Hier ist es tatsächlich relativ andersrum im Vergleich zu Assassin's Creed Valhalla, was auf den Konsolen ja extrem gut optimiert sein soll. Ja, es sieht trotzdem nicht wirklich geil. Also das Spiel sieht selbst auf den Konsolen besser aus als Assassin's Creed Valhalla, obwohl die das bis zum Geht nicht mehr raus optimiert haben, also auf den Next-Gen-Konsolen und hier eher so lala. Ja. Aber die Tatsache, dass so gewaltige Unterschiede zwischen meiner PC-Version und der PS5-Version bestehen würden, das sagt eigentlich schon alles. Ja. Genau, das Spiel ist, wie gesagt, wunderbar optimiert für den PC. Ich kann es eigentlich basically auf maximalen Settings spielen mit der 3080 auf 4K. Das sollte man mal dazu sagen, weil selbst mit der 3080 voll maximal 4K, das schon hart beeindruckend. Ja, wenn ich mir mal andere Spiele aus einem ähnlichen Release-Zeitpunkt angucke, da haben wir da Assassin's Creed Valhalla, also auch unglaublich großer Name, der dahinter steht. Ja, ist von Ubisoft, EA, Ubisoft, ungefähr gleich große Namen, ja. Es sind zwar keine Konsolenstudios, aber es sind große Entwicklerstudios, ja. Oder
Cyberpunk, obwohl Cyberpunk auch wieder in der, das wäre nochmal eine andere Kategorie. Das fällt in die Kategorie von wegen absolut überambitioniert. Ja. Gleiches geht auch für Valhalla, obwohl Valhalla war nicht überambitioniert, Valhalla war einfach wieder nur modernes Assassin's Creed-Gekloppe, wo sich selbst Ubisoft nicht sicher ist, was machen wir eigentlich mit dieser Serie. Wir pumpen einfach Games raus, I guess, weil die werden halt geil gekauft und ich bin da selbst schuld dran. Ja, weil die Spiele machen halt Spaß. Es sind halt, halt Kackspiele, aber sie machen trotzdem Spaß. Das ist schrecklich. ja. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Der Cast funktioniert ganz gut. Seer ist ein bisschen weird. Da hat wohl das Transferieren von den Face Capture Daten in die Unreal Engine nicht so gut funktioniert oder sowas von der Schauspielerin. Die Schauspielerin sieht in echt nicht so aus mit den Augen und so. Das hat irgendwie nicht ganz richtig funktioniert. Auch sonst hat man sich beim Auflösen der Gesichter und der Haut, das sieht alles irgendwie unnatürlich aus. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten, ja, ich finde zum Beispiel die Haut und die Gesichter in einer Super Mario Unreal Engine 5 Demo sahen besser aus. Also als die Unreal Engine vorgestellt wurde, hat man das zum Beispiel mit unten, das war eine dieser ersten Demos, die damit präsentiert wurden, was damit eventuell möglich sei. Und ich finde, damals sah das Super Mario Gesicht besser aus. Als hier. Es sah hier einfach weird aus, als hätte man versucht, hochauflösende Texturen für die Gesichter zu nehmen, was man auch gemacht hat, aber vergessen hat, die Hautzellen richtig detailliert aufzulösen. Ja, sodass man einfach nur gesagt hat, okay, pass auf, das ist die Textur, die Haut haben soll. Die Haut hat einfach eine flache 2D-Textur. Und zum Beispiel bei Cal fehlt mir so die Überreste von Rasus, man erkennt nicht die Bereiche, wo eigentlich Haare wachsen würden, die man halt, oder zumindest der durchschnittliche Mann muss das wegrasieren, ja. So, ja. Hier, Sia Junior Debra Wilson sieht in Wirklichkeit nicht so aus, ja. Ansonsten, ich suche gerade nach Clone Troopers, die Bradley Baker, jawohl, Sorrera Forrest Whitaker. Oh, auch den Austin. BD1, Ben Bird! Oh, das ist der Soundtyp. Sam Witwer, Yuri Löwendahl. Aber ich sehe keinen James Earl Jones. Okay, ich dachte, das ist James Earl Jones, der hier Darth Vader spricht. Nun, okay. Egal, ja. Genau, es war auf jeden Fall toll, euch nochmal auf diese Reise mitzunehmen. Wie gesagt, es war wirklich geil, so wie ich das gemacht habe beim ersten Mal, das live zu streamen und all meine Live-Reactions richtig aufzunehmen, nämlich mich auch nicht zu muten zwischendrin mal. Aber jetzt hier einmal die ganze Story in geiler Quality nochmal zu erleben und zu zeigen, was man wirklich alles aus dem Spiel rausholen kann. Nachdem es nun schon eine Weile draußen ist, ja, und es sich vermutlich bald anbahnt, dass der Nachfolger angekündigt wird. Ich meine, es ist bald Star Wars Celebration und man hat noch nicht wirklich seit Fallen Order irgendwie interessante, große Star Wars Titel angekündigt, die sich irgendwie an den breiteren Gamer-Markt adressieren. Man hat immer nur so Mobile Arena Game Quatsch vorgestellt, ja. Was man halt macht, wenn man so Lizenzen hat und dann, das macht man mit fast allen Lizenzen, ja, so ein Mobile Gaming Quatsch. Ja, ich weiß, Mobile Gaming macht unglaublich viel aus von den Gaming, teilweise mehr als das Klassische, was einfach, also ich würde Mobile Gaming tatsächlich nicht als Gaming zählen. Mobile Gaming hat nichts mit dem, was für mich klassisches Gaming ist, zu tun. Mobile Gaming ist für mich mehr so ein, das ist halt Handyspiele so. Das ist halt ein eigenes Ding. Ja, ich würde niemanden, der irgendwie am Handy spielt, als Hardcore-Gamer bezeichnen. So. Weil es für mich benötigt, für einen Hardcore-Gamer benötigt wenigstens immer ein Peripheriegerät. So, für mich ist Gaming, du hast ein Peripheriegerät und getrennt von deiner
von dem Bildschirm, ja. Also dein Peripheriegerät ist nicht nur der Touchscreen, sondern du hast mehrere Steuerungsmöglichkeiten, ja. So, das ist für mich immer egal, ja, das hat damit nichts zu tun. Aber ja, genau, wie gesagt, es war unglaublich schön, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf den zweiten Teil, ja, mache ich schon, seitdem ich den zum ersten Mal durchgespielt habe. Ich werde ihn vermutlich noch ein zweites Mal, noch ein weiteres Mal durchspielen, bevor der zweite Teil rauskommt, vermutlich auch nochmal mit euch. Dann auch komplett auf Englisch, also nicht nur mit englischen Stimmen, sondern auch Englisch im Ingame, Englisch im Kommentar, etc. pp. Und ja, ich freue mich auf das Nachfolgeprojekt auch, so ein bisschen. Ja, wo ich tatsächlich mich gar nicht mehr dran erinnert hatte, dass es jetzt aufstand, was macht Sinn, so vom Rhythmus her, I guess. Wie ich sonst immer meine, ich sag mal, Spielereien getaktet habe, so Star Wars kommt natürlich häufig drin vor. Ja, sonst noch eine der Spielereien, die ich sehr gerne spiele, Assassin's Creed kommt natürlich häufig drin vor. Ja, und dann Nintendo kommt häufig drin vor. So, also Nintendo Switch Exklusivtitel oder Nintendo Exklusivtitel. Ja, also das ist alles schon so getaktet und das macht eigentlich vom Takt jetzt Sinn. Guckt auf der Kanalbeschreibung nach, falls euch interessiert, welches Projekt es ist. Wenn nicht, lasst euch einfach überraschen. Ja, es müsste dann, also, wait, der erste Part kommt heute raus, dieser Part kommt morgen raus, am 14.05. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, jemandem zum Geburtstag zu gratulieren. Genau, 14.05. I guess das nächste Projekt startet dann entweder am 15. oder am 16. Ich muss mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall schon aufnehmen. Right. Nee, es kommt dann am 16. Weil am 14. kommt Anno. Ne, wait, dann startet das doch schon am 15. Wenn am 14. Anno kommt, kommt am 15. Ja. Ach, guck mal, hier steht Darth Vader drin. Beim mexikanischen. Okay. Auch ganz komische Reihenfolge. Im Deutschen werde ich gucken, ob ich irgendwelche Synchronsprecher wiedererkenne. Die müsste ich vom Namen her auch wiedererkennen können. So. Deutschland. Mirren erkenne ich nicht. Okay, aber die sind auch nicht. Friedhelm Tock ist auch nicht der Original-Synchronsprecher, glaube ich. Rainer Schöne, ist das der neue deutsche Synchronsprecher von Darth Vader? Ist der gleiche wie sonst? Das haben wir die Beige, die ich erkenne. Nee. Naja. Okay, wenigstens Darth Vader hat seinen Original-Synchronsprecher weiterbehalten. Schade, dass es bei Palpatine nicht der Fall war. Also vielleicht ist es, aber ich erkenne ihn halt nicht. Ich weiß nur, dass Rainer Schöne der Neue ist, weil es auch der ehemalige Synchronsprecher von Optimus Prime ist. Der hat die Stimme übernommen nach Episode 3, glaube ich. Oder nee, in Rebels hat er die übernommen. Vorher gab es nochmal einen neuen. Ja, auf jeden Fall, der Original-Synchronsprecher von Vader in 4, 5, 6 ist halt verstorben. Und Rainer Schöne hat das halt übernommen. Wir schweifen ab. Genau, ja. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Projekt. Auch ansonsten, was ich an dieser Stelle ganz vergessen habe. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die beim Game mitgearbeitet haben. Ohne euch gibt es dieses Spiel nicht und ich könnte es nicht spielen. Ja. Es gibt auch nichts, es ist eins meiner Lieblingsspiele, es gibt nicht wirklich viel Kritik, die ich hier äußern kann. Normalerweise sage ich immer, was hat mir gut gefallen, was hat mir schlecht gefallen. Ich finde, das Game war tatsächlich sehr gut umgesetzt. Es ist ein gutes Souls-like im Vergleich zu like all dem anderen Souls-like-Zeug, was ich bisher gespielt habe.
Es hat einen sehr geringen Frustrationsfaktor. War der Souls-like-Abschnitt. Like, es gibt viele Abschnitte, die wirklich kacke und frustrierend sind beim ersten Durchspielen so. Aber man gewöhnt sich recht schnell in das Game ein. Und sobald man drin ist, ist es nicht mehr so hart frustrierend. Die Kopfgeldjäger, die zwischendrin immer mal wieder auftauchen, die sind wirklich nervig einfach nur. Und auch ansonsten hat man sich an einigen Stellen vielleicht ein bisschen zu sehr von Dark Souls inspirieren lassen. Like mit den übelst überverschachtelten Map-Design. Ja. Like, das ist so ein bisschen so. Und was mir gar nicht gefällt, ist das fehlende Fast Travel in dem Game. Ich verstehe, warum es nicht geht. Weil das die Idee des Spiels tatsächlich komplett defeaten wird. Ja, es ist das klappt nicht mit der Idee und mit dem Design des Spiels gut zusammen. Warum man aber nicht einfach zwischen verschiedenen Meditationskreisen reisen kann, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich weiß, dass es wichtig ist, dass es bei bestimmten Story-Abschnitten nicht geht, aber dann kann man für diese Story-Abschnitte auch Fast Travel deaktivieren. Ja? Oder es erst später freischalten lassen oder sowas. Ich weiß auch nicht, aber das ist alles. Ja. Ansonsten, es fehlen auch viele Quality-of-Life-Features, die wir jetzt alle mit Mods hinzubekommen haben, aber geile Lichtschwertaufsätze auch von ehemaligen Leuten aus Star Wars, also von anderen Charakteren. Unglaublich wichtig. Ja. Ansonsten, was auch wirklich, wirklich, wirklich gefehlt hat, ist geile Outfits für Carol. Er hat wirklich nur schwachsinnige Outfits gehabt. Nicht eins davon sah geil aus, was du Vanilla hattest. Ja? Und selbst bei den Mod-Outfits gibt es nicht so viele, die ich für ein LP geil benutzen kann. Weil die meisten ruinieren halt so ein bisschen das Story-Feeling davon. Weil es halt andere Charaktere sind auch. Oder es Clipping-Issues gibt. Es sind halt nur Mods. So, Mods können nur so und so viel machen. Und naja. Ja, das ist hier nicht. Wir sind hier nicht in Skyrim. Ja, genau. Also es fehlen viele Quality-of-Life-Features, die für den zweiten Teil unbedingt rein müssen. Und ja. Aber ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Part, mit dem Video, mit dem Projekt. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Nochmal vielen, vielen Dank an all die Leute, die an dem Spiel mitgearbeitet haben. Ohne euch könnte ich es nicht empfehlen. Vielen, vielen Dank. Ich liebe das Spiel. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und Dave Filoni kriegt Special Thanks hier. Oh. Oh. Very special thanks. George Lucas. Und damit, das ist doch ein passender Abschluss, oder? Würde ich sagen. Wir sehen uns wieder. Im nächsten Projekt. Im nächsten Star Wars Projekt. Oder sonst irgendwo auf dem Kanal. Wenn das Video und das Projekt euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.